Also wettertechnisch scheint das Jahr 2021 bei mir noch mal echt Pluspunkte sammeln zu wollen. Und das kann ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Da habe ich mir überlegt, okay, was kann ich euch mal Schönes erzählen, während ich hier hauptsächlich natürlich wieder fahre bei so einem Wetter. Und da habe ich mir gedacht, ich bringe mal so einen kleinen Erfahrungsbericht mit meinen neuen Kupplungs- und Bremshebeln. Ist vielleicht schon einigen aufgefallen, dass ich mir da was Neues gegönnt habe. Ja, und da plaudere ich mal ein bisschen, wie es so war mit Anbauen, wie sich es bis jetzt so anfühlt. Und wenn euch das auch interessiert, dann bleibt dran. Ja, hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge. Und wie gesagt, heute will ich mal ein bisschen über Erfahrungen plaudern mit meinen neuen Kupplungs- und Bremshebeln. Ich hoffe, das klappt hier auf der Strecke, weil die ein bisschen uneben ist teilweise. Also wenn es ein bisschen wackelt mit der Stimme, dann liegt das unter Umständen da drin. So, ich habe mir also ein paar neue Hebel gegönnt. Ach so, bevor ich anfange, ich habe jetzt das nicht explizit als Werbung gekennzeichnet. Natürlich sind die üblichen Werbe-Blablabla-Disclaimer sozusagen unten in der Videobeschreibung. Aber die Hebel habe ich mir selber gekauft. Die sind nicht irgendwie gesponsert, geschickt worden oder was weiß ich. Deswegen habe ich halt auf den Hinweis verzichtet. So, ich wollte schon die ganze Zeit mal ein paar andere Hebel haben. Rein von der Optik her, weil die Originalen, die stehen ja hier so ewig weit noch raus. Das fand ich immer ein bisschen ätzend. Und letztendlich, ich sag mal, mit mehr als drei Fingern greife ich den Griff sowieso nicht. Und von daher war ein bisschen was Kürzeres angesagt. Wenn ihr sowas macht, solltet ihr natürlich darauf achten, dass die eine ABE haben, ja, eine Betriebserlaubnis halt. Weil da könnt ihr, wenn ihr angehalten werdet, also echt Ärger kriegen. Ich meine, diese China-Billigkracher sind halt um einiges billiger, aber das sehen die Kollegen von der Polizei da überhaupt nicht gerne, weil es halt auch gerade bei dem Bremshebel natürlich ein Teil ist, an dem sozusagen euer Leben hängt. Ja. Und wenn das dann halt so ein Billigfudel ist, der dann irgendwann einfach mal verbiegt oder abbricht und seinen Dienst nicht tut, dann wäre das halt ein bisschen ätzend. Deswegen sind sie da natürlich erheblich, gucken sie extrem drauf auf diese Geschichten Hebel, dass das halt welche sind, die zugelassen sind, die eine ABE haben. In meinem Fall habe ich mir jetzt da welche geholt von Raximo, heißt das, glaube ich. Da musste ich schon das erste Mal schmunzeln, sage ich gleich nochmal. Bei Luis. Und das sind jetzt auch speziell bestellte sozusagen. Also die werden quasi so ein Stückchen für euch angefertigt. Wobei angefertigt da wahrscheinlich ein bisschen übertrieben ist. Sie werden halt für euch zusammengestellt, weil ihr letztendlich die Farben von jedem Einzelteil festlegen könnt. Erst noch mal zu dem Namen, wie gesagt, Raximo, da musste ich ein bisschen schmunzeln und dauernd überlegen, ist das jetzt in irgendeiner Form, keine Ahnung, eine Verballhornung von Rizoma, ja, weil es sind letztendlich bis auf X, das gegen ein X getauscht ist, sind dieselben Buchstaben, nur ein bisschen in einer anderen Reihenfolge. Also wie gesagt, da musste ich so ein bisschen schmunzeln. Aber scheint eine deutsche Firma zu sein. Wie gesagt, ich habe es jetzt bei Luis bestellt und wenn ihr die halt haben wollt, müsst ihr natürlich zuerst mal euer Motorrad auswählen, dass ihr also guckt, ob das auch dafür passt und dementsprechend auch dafür eine ABE hat. Dann könnt ihr aber nicht einfach in dem Online-Store auf Bestellen drücken, sondern ihr müsst dann erst so ein PDF-Dokument runterladen und dann quasi genau das Teil so zusammenstellen, wie ihr es gerne hättet. Ihr könnt also hier bei den drei Teilen dieses Endstück heißt, glaube ich, der Hauptteil und der Versteller, könnt ihr jeweils eine Farbe wählen.
Ich habe natürlich jetzt hier so einigermaßen rot passend zum Motorrad genommen. Gibt noch einige andere Farben und dann wird das quasi passend für euch entsprechend zusammengestellt. So, und wenn ihr das Ganze dann bestellt habt, dann dauert es natürlich ein Momentchen, weil das ja extra zusammengebaut wird oder zusammengestellt wird für euch. Und dann kommt das Ganze halt an, da ist ein Heftchen dabei, das so ein richtig gedrucktes, da ist quasi die ABE dann mit drin und ein Zertifikat, wo quasi diejenigen, die das zusammengebaut haben, so ein Prüfzertifikat haben. Also macht für mich soweit eigentlich einen ganz ordentlichen Eindruck. Das sieht okay aus. Es gibt von dem, den ich jetzt da bestellt habe, irgendwie noch zwei andere Varianten. Einer, der, wo hier das Endstück nicht verstellbar ist, also hier das untere, da ist das einfach an dem mittleren, an dem Hauptteil mit dran. Und dann eins, was noch mal aufwendiger ist, wo der Hebel auch noch kippbar ist. Wobei ich da noch nie so richtig verstanden habe, für was das gut ist, aber die Profis werden wahrscheinlich schon wissen, wozu. Ja. Ansonsten mit der Marke, ich habe sie vorher nie gehört. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich was Gutes ist. Soweit ich jetzt gesehen habe, ist es auf jeden Fall eine deutsche Marke, ein deutscher Hersteller. Von daher hoffe ich mal, dass das alles passt. Ja, und dann habe ich das gute Stück halt gekriegt und dann ging es ans Anbauen. Und ich bin ja ein bisschen zimperlich, was das angeht, hier am Motorrad rumzuschrauben. Jetzt gerade so wichtige Teile wie ein Bremshebel. Und der Bremshebel war für mich zum Beispiel auch sozusagen das Kritischere. Hier Kupplungshebel A ist es nicht ganz so wild, würde ich mal sagen. B ist das halt ein normaler Zug. Das kennt man ja irgendwie noch von kleinen Mopeds und so weiter, was man früher mal gemacht hat. Da ist das ja nicht so problematisch hier. Vor dem hydraulischen Bremshebel hatte ich schon so ein bisschen Respekt, würde ich mal sagen. Aber es war, soweit ich das jetzt beurteilen kann, eigentlich nicht nötig. Ich hatte ja eigentlich vorgehabt, da so ein richtiges Montagevideo zu machen. Letztendlich dachte ich mir, es ist vielleicht gar nicht so wild, dass man da irgendwie groß was drüber machen muss. Ich lasse das mal. Dann dazu ist gekommen, dass ich halt die Dinger gekriegt habe und dann musste ich es jetzt natürlich auch unbedingt gleich ausprobieren und es ging auch ziemlich flott. Also im Ganzen hat mich das vielleicht eine halbe Stunde gekostet, um die zwei zu montieren. Trotzdem habe ich natürlich auch ein bisschen was verbockt. Deswegen will ich das gerade zumindest nochmal erzählen. Also generell ist es wirklich total einfach, weil ihr müsst einfach jeweils von dieser, ja, von der Achse, von dem Hebel sozusagen, unten die Schraube abmachen, rausziehen, dann könnt ihr den Hebel rausmachen, irgendwie aushängen. Der hydraulische ist eigentlich sogar noch einfacher, weil der einfach nur so einen Pin hat, mit dem er auf die Hydraulik sozusagen drauf drückt. Also auch kein Problem in dem Sinne. Und ja, Hebel runter machen, den neuen Hebel dran, rein, die Achse wieder durchstecken, festschrauben, passt. Hier halt den Zug einhängen, auf der anderen Seite ist soweit einfach nur erstmal dran schrauben und dann gegebenenfalls noch ein bisschen nachstellen, da komme ich gleich zu. Bei dem Schrauben, ich habe wie gesagt trotzdem was versaubeutelt, weil hier auf der drüberen Seite hatte ich extra nachgeguckt, noch nach dem Drehmoment. Hab dann eins von 10 Newtonmeter gefunden, fand ich schon recht viel, hat sich auch als zu viel rausgestellt. Da habe ich auf jeden Fall die Schraube unten versaubeutelt, ist jetzt aber auch nicht weiter tragisch, also sie geht auf jeden Fall nicht runter, sie kann nicht rausgehen. Ich habe eher Probleme, sie dann, wenn ich sie runter haben will, dass ich sie abkriege, so nach dem Motto. Was mich halt irritiert hatte, ist, selbst wenn sie ganz fest geschraubt ist, sitzt die Schraube locker, weil die hat halt so einen langen Bolzen sozusagen und an dem Bolzen ist dann unten erst ein Gewinde dran. Und die Schraube dreht sich quasi bis an diesen Bolzen und dann ist sie eigentlich fest und sitzt aber trotzdem noch locker. Und das hat mich halt in dem Moment erstmal ein bisschen aus dem Konzept gebracht und deswegen hatte ich da ein Stück weiter gedreht, als ich hätte drehen sollen. Und dann war sie halt dahin, würde ich mal sagen. Aber trotzdem das Reinmachen an sich kein Problem. Wie gesagt, darauf aufpassen. Die müsst ihr gar nicht so anknüppeln. Das ist eine selbstsichere Schraube. Die muss eigentlich nur gut bis
festgedreht werden, dann reicht das normalerweise schon. Die Achse sitzt trotzdem ein bisschen locker. Auf der anderen Seite war das so eine dickere Achse durch den Hebel. Und da ist unten nur so ein, ich würde mal sagen, Schrauben- oder Muttern-Imitat drauf. So, bevor ich weiter erzähle, jetzt mache ich erstmal hier ein kurzes Päuschen. Einige werden das Eckchen schon kennen, hier war ich schon öfters mal. Der Luitpold-Sprudel. So, ich mache kurzes Päuschen und dann geht's gleich weiter. So, ich bin wieder unterwegs und wir waren stehen geblieben, die Schraube oder die Mutter sozusagen von dem Bolzen hier drüben. Das ist wie gesagt nur ein Blech, was so ein bisschen in die Form von der Mutter gebogen ist. Braucht also auch nur ganz wenig Kraft, um es anzuziehen. Muss sozusagen auch nur den Bolzen da drin halten und der Rest ist schon unproblematisch. Hier auf der linken Seite mit dem Zug, das ging ja ganz einfach, einhängen und ja, und dann halt gegebenenfalls hier an der Schraube noch mal ein bisschen drehen, dass die Spannung wieder passt. Da sagt man ja immer, dass man den Hebel so ein kleines bisschen ziehen können soll, so ungefähr die Breite von einem 1-Euro-Stück oder so, und dann passt das. Das ging eigentlich relativ einfach, nur hier wieder entsprechend korrigiert. Hier drüben bei der Bremse war es also auch so, als ich die angebaut hat, die kam ja sofort auf den ersten Millimeter. Da war so gar kein bisschen Luft drin, um erstmal so ein kleines bisschen zu ziehen und einen Druckpunkt zu spüren. Die kam sofort. Und da ist dann hier unten eine entsprechende Stellschraube drin, mit der man halt sozusagen den Bolzen, der auf die Hydraulik drückt, ein bisschen verstellen kann. Und da kann man dann relativ einfach halt gegen Uhrzeigersinn, macht man es ein bisschen lockerer, mit dem Uhrzeigersinn macht man es ein bisschen fester, kann man halt so ein bisschen korrigieren, bis man den, ja, das Hebelspiel entsprechend wieder hat. Da ist auch so eine kleine Feder dran und scheinbar in der Schraube eine Einkerbung, sodass man so wirklich so ein bisschen so ein Klicken merkt, wenn man quasi eine Umdrehung irgendwo gemacht hat. Also finde ich eigentlich recht praktisch, ließ sich relativ einfach einstellen und so hatte ich ruckzuck hier meine Hebel sozusagen in Betrieb. Bis jetzt bin ich total zufrieden mit den Dingern, also konnte sie mir jetzt wirklich so einstellen, wie es für mich passt. Hat locker, kann ich sie bedienen mit meinen 2 bis 3 Fingern, was ich im Normalfall quasi am Griff dran habe oder an den Hebeln dran habe. Das klappt einfach einwandfrei und von daher, für mich passt es bis jetzt da. Wie sie sich hier langfristig schlagen, weiß ich halt noch nicht. Da müsste ich dann später sozusagen noch mal was zu erzählen. Habe ich ja gemerkt jetzt da gerade erst hier bei den Spiegeln. Die haben im ersten Moment auch einen total einwandfreien Eindruck gemacht. Jetzt habe ich sie fast 2 Jahre dran. Jetzt kann ich zumindest schon mal sagen, dass man dann auf Dauer doch die günstige Qualität, würde ich mal sagen, merkt. Also hier bei dem hier, man sieht ja so ein bisschen, wenn ich einen Finger drauf halte, beziehungsweise loslasse, wie der vibriert. Auf der Seite ist es sozusagen das Gehäuse, was so ein bisschen locker ist. Auf der anderen Seite ist es die Scheibe im Gehäuse, die locker ist. Also beide wackeln so ein bisschen. Sowas merkt man dann halt erst, wenn man sie richtig lange drauf hat. Und so ähnlich wird es wahrscheinlich mit den Bremshebeln jetzt da auch gehen. Von daher kann ich halt nur ein aktuelles Feedback geben, dass es soweit echt positiv einbauen hat. Total einfach geklappt. Die Qualität macht einen guten Eindruck. Das Zertifikat, was dabei war, macht für mich einen guten Eindruck. Also da habe ich zumindest nicht das Gefühl, ich hätte irgendeinen Schrott gekauft und ich kriege Probleme, wenn ich irgendwann mal angehalten werde. Aber all das wird man natürlich erst dann merken, wenn es mal soweit ist. Ihr könnt ja mal erzählen, falls jemand sozusagen die Marke kennt und sagt, oh, was hast du denn da für einen Mist gekauft? Schreibt es mal unten rein, was sonst noch hätte, worauf man sonst noch hätte achten müssen. Tja, ansonsten ist es das für mich mal wieder gewesen. Und ich kann wie immer nur sagen, oder mir bleibt wie immer nur zu sagen, übertreibt's nicht und genießt den Scheiß und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und tschüss.